Hallo im Küchengarten und hallo zu einem Garten dies und das Ende März. Heute möchte ich euch gerne mitnehmen zu den Gartenarbeiten, aber natürlich auch zu den Pikier- und Umtopfarbeiten, die ich momentan ausführe. Die größte Arbeit ist natürlich das Umtopfen meiner vorgezogenen Sämlinge. Aber das macht mir riesige Freude, denn da sehe ich einen Fortschritt, da sehe ich, wie sie wachsen. Und ich stelle mir jetzt schon vor, wie sie dann später mal die herrlichsten Früchte für mich produzieren werden, meine selbstgezogenen Pflänzchen. Aber auch im Garten gibt es schon einiges zu tun. Es blüht schon so viel, die Bienen fliegen, der Hummelflug hat begonnen. Im Gewächshaus ist der Salat schon fleißig am Wachsen. Und auch dort habe ich schon einiges an Jungpflanzen stehen, die nicht mehr so kälteempfindlich sind. Aber es gibt eigentlich jetzt in der Nacht keinen Frost mehr. Momentan, tagsüber hat es sogar an die 17 Grad und in der Nacht an die 2, 3, 4 Grad. Also es ist wirklich eine herrliche, frühlingshafte Zeit. Wie ihr seht, ich kann teilweise schon ohne Jacke draußen arbeiten, wenn ich in der Sonne stehe. Es ist wirklich herrlich und nährt die Seele mit frischer Energie. Auch die Obstbäume geben schon wunderbar Gas. Hier ist zum Beispiel meine Birne, die schon austreibt. Die Aprikose ist natürlich schon viel weiter und ein richtiger Blütentraum. Da hoffe ich auf frostfreie Nächte, damit eine reiche Ernte zu erwarten ist. Und hier mein kleiner Mini-Pfirsich, den ich letztes Jahr an der Hausmauer gepflanzt habe, ist ja der absolute Star. Wie der blüht, mal schauen, ob es eine Frucht geben wird. Der ist auf jeden Fall entzückend zum Anschauen. Und auch die Aprikose im Vorgarten blüht reichlich. Allerdings habe ich hier mit dem Monilia-Pilz seit 3 Jahren zu kämpfen. Seitdem habe ich keine Frucht mehr gesehen, obwohl sie so schön blüht. Ich weiß nicht, was ich hier machen werde, wenn sich das nicht bessert. Dann muss ich mich leider von ihnen verabschieden, von diesen 2 Aprikosenbäumen. Und auch bei einem meiner Spalierapfelbäume sind schon die ersten Blüten zu sehen. Dieser hier ist im äußeren Endenauslauf, da hat er zumindest immer genug Dünger. Das hier ist meine Maibeere. Ich habe hier in diesem Beet 4 Pflanzen. Diese hier ist 2-jährig, die habe ich vor 2 Jahren ausgepflanzt. Die hat sich prächtig entwickelt und man sieht schon auch schon die ersten Blüten. Und ich werde mich auch auf eine reiche Ernte freuen. Die dicken Bohnen sind wunderbar gekeimt, fast alle sind aufgegangen und die möchte ich jetzt in die Beete bringen, damit sie wunderbar stark, kräftig und möglichst schnell weiter wachsen können. Denn je früher man die dicken Bohnen in die Erde bringt, desto besser ist es gegen die schwarze Bohnenlaus, damit sie schon geblüht haben, bevor diese schwarze Bohnenlaus die Pflanzen befällt, weil sonst würde der Ertrag ziemlich schlecht ausfallen. Meine dicken Bohnen sollen jetzt in dieses Beet kommen. Hier hatte ich im letzten Jahr Starkzehrer drin, mein Rotkraut, auch noch den ein oder anderen Karfiol. Und da ist jetzt eine Frühlingsbepflanzung mit Leguminosen, also mit Bohnen aller Art, besonders gut, weil die den Boden wieder mit Stickstoff anreichern und selber keine Düngung brauchen. Jetzt habe ich hier natürlich noch ein paar Sachen vom letzten Jahr drinnen. Jetzt werde ich das Beet zuerst einmal aufräumen und grob ein bisschen auflockern. Hier sind auch noch einige Feldsalate drinnen, die ich im Winter nicht geerntet habe. Die werde ich jetzt ebenfalls abernten. Dann gibt es heute am Abend noch mal einen feinen Feldsalat. Da sind doch noch mal 2 Hände voll zusammengekommen, da freue ich mich drüber.
Jetzt werfen wir einmal einen Blick in meine Anzuchtstation, also jene, die ich im Haus habe. Ich habe ja auch noch einige Pflanzen draußen im Gewächshaus stehen. Das hier ist an unserer südseitigen Terrassentüre, also da ist immer sehr schön, es ist immer sehr schön hell. Da muss ich nur aufpassen, dass es dann nicht teilweise sogar zu warm wird, wenn jetzt die Sonne stärker wird. Dann lasse ich die Rollläden immer etwas runter und kippe sie dann. Ich arbeite trotzdem, weil es in der Früh und am Abend dann doch sehr schnell dunkel wird mit etwas Kunstlicht. Hier habe ich jetzt einiges, was ich wirklich schon sehen lassen kann. Zum Beispiel habe ich hier drei Geranien, die ich von Stecklingen vermehre. Letztes Jahr sind mir aus unerfindlichen Gründen alle eingegangen. Jetzt versuche ich, die hier mühsam nachzuzüchten. Aber mit Stecklingen funktioniert das eigentlich immer recht gut. Das ist noch dazu so eine besondere Sorte. Eine stehende Geranie Apple Blossom. Die möchte ich natürlich unbedingt erhalten. Das ist hier die Mutterpflanze. Und hier habe ich schon zwei Stecklinge nehmen können. Dann habe ich hier meine gesamte Tomatenvoranzucht. Die kommt jetzt wirklich schon in die Größe, dass man sie umtopfen muss. Die haben jetzt schon größtenteils die echten Blätter neben den Keimblättern. Das sind diese hier und das hier sind die echten Blätter. Das ist ein Zeichen dafür, dass man sie umtopfen kann. 10 verschiedene Sorten habe ich hier dieses Jahr. Ich hoffe, die Krautfäule schlägt nicht so stark zu wie im letzten Jahr, dass ich auch mal was ernten kann. Zusätzlich werde ich dann auch noch 2 Wildtomaten probieren. Stolz bin ich auf Tomaten aus dem Garten von Florian Rigotti, die ich bei seiner Samenverlosung gewonnen habe. Darunter die berühmte Czerny Prinz, Rigottis Ananastomate oder auch die Iva Sweet White. Und außerdem habe ich auch von einer ganz lieben Zuschauerin, der lieben Ingrid, hallo Ingrid, eine besondere Tomate zugeschickt bekommen, die ich dieses Jahr probieren will. Die habe ich hier sogar schon umgetopft, weil sie schon so schön groß war. Das ist die Violine, die man mehrtriebig zieht. Und Ingrid hat mir erzählt, dass die bei ihr sehr gut der Krautfäule getrotzt hat. Das wäre natürlich ein großer Vorteil. Hier habe ich auch schon eine Buschtomate umgepflanzt, die Banana Legs. Ich möchte verschiedenste Cherry-Tomaten ausprobieren, weil meine Jungmannschaft die so gerne isst. Besonders stolz bin ich hier auf meine ganze Platte Basilikum, den ich im Garten überall zwischen die Pflanzen setzen will, vor allem zwischen die Erdbeeren. Der kommt wirklich besonders gut und ist auch überhaupt nicht vergeilt, sondern schön kompakt. Bin ich wirklich sehr froh darüber. Hier habe ich auch schon einige Paprikapflanzen, die eine schöne Größe haben. Da habt ihr ja das Video der Aussaat gesehen. Die haben sich wirklich sehr gut gemacht. Und hier dann einige Pflanzen, die jetzt schon umgetopft werden müssen. Zum Beispiel habe ich hier Spitzkraut. Hier schon die erste rote Rübe. Kohl. Kümmel. Neuseeländer Spinat. Hier schon Rosenkohl, der muss jetzt auch umgetopft werden. Und etwas tiefer gesetzt, weil der doch etwas vergeilt ist, also in die Höhe geschossen. Und nachdem ich ihn umgetopft habe, kommt er dann auch ins Gewächshaus, damit er eben nicht so in die Höhe schießt. Ebenso wie hier hinten der Brokkoli. Auch schon Blumen sind dabei, die Kornblume. Hier hinten die Ringelblume. Besonders interessant ist hier daneben eine exotische Pflanze, die ich hier herinnen überwintere. Im Sommer steht sie draußen. Das ist eine Maracuja-Pflanze. So schauen die Blüten und die Früchte aus. Ich habe sie jetzt im zweiten Jahr. Letztes Jahr, weil es so verregnet und eher kühl war, ist sie draußen überhaupt nicht gewachsen. Also ich habe sie draußen im Kübel, damit ich sie herinnen immer überwintern kann. Und dieses Jahr hier herinnen, im Warmen, ist sie unglaublich ausgetrieben. Die Blätter sind frisch und saftig und grün. Hier habe ich jetzt gesehen, werden sie langsam etwas gelblich. Das heißt, ich werde heute mal Dünger geben, mit dem Dünger anfangen. Schaut ja wie eine Mangelerscheinung aus. So, da habe ich so einen biologischen Flüssigdünger. Den schütteln wir zuerst mal kräftig.
Dann habe ich hier Wasser aus meiner Regentonne. Das gibt jetzt sicher wieder den benötigten Boost. Vielleicht habe ich Glück und kann dieses Jahr sogar eine Maracuja ernten. Das ist hier Brokkoli. Der ist doch recht in die Höhe geschossen. Den werde ich jetzt schön tief einsetzen. So tief wie möglich bis zum Blattpaar. Und dann werde ich ihn auch in mein Gewächshaus stellen, damit er dort weiter wachsen kann und nicht wieder so stark vergeilt. Wenn ihr kein Gewächshaus habt, dann einfach in einen kühleren Raum stellen. Schießen die Pflanzen auch nicht so in die Höhe. Hier im Gewächshaus habe ich schon all die Pflanzen, die ich pikiert habe, die nicht so kälteempfindlich sind, weil in der Nacht bekommen wir doch noch 1 Grad, manchmal 0 Grad. Aber für die Kohlpflanzen ist das eigentlich kein Problem. Hier habe ich zum Beispiel meinen Kohlrabi frisch pikiert. Und jetzt eben auch Spitzkraut und Brokkoli. Hier ist schon selbstgezogener Salat. Wunderbar, den ich bald auspflanzen kann. Hier nochmal Kohlrabi. Und natürlich hier mein bulgarischer Porree, der soll riesige, riesige lange Schäfte bilden. Der schaut echt toll aus. Den werde ich jetzt auch bald zusammen mit meinem ersten Rotkraut, Rotkohl, hinaus in ein Hochbeet bringen. Obwohl Hochbeet oder ein normales Beet, das weiß ich noch nicht so genau. Die Beetplanung ist noch nicht ganz abgeschlossen. Hier in meinem Frühbeetkasten ist der Spinat schon gesprießt. Wunderbar, da muss ich jetzt nur auch mal drüber gießen, da ich in der Nacht den Deckel natürlich immer noch zu habe. Und tagsüber darf ich natürlich nicht vergessen, ihn aufzumachen, weil sonst hier drunter ziemlich warm werden würde. Die nächsten Tage wird noch extrem viel mehr an Pikierarbeit hinzukommen, aber da freue ich mich schon drauf, weil dann können meine Pflanzen in größeren Gefäßen viel schneller wachsen und sie sind dann nach den Eisheiligen im Mai bereit zum Auspflanzen. Obwohl einige Kohlpflanzen werde ich in den nächsten Tagen schon auspflanzen. Ich habe einiges an Kaffiol, also am Blumenkohl, die Neckarperle und auch frühen Rotkohl, die Sorte Amaranth, schon in einer schönen Größe in meinem Gewächshaus stehen und die werde ich in den nächsten Tagen in die Erde bringen. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen meines heutigen Videos. Wenn es euch gefallen hat, gebt ihm doch gerne einen Daumen rauf und lasst mir einen Kommentar, einen kleinen Gruß da, da freue ich mich immer sehr. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, eine schöne Frühlingszeit in euren Gärten und hoffe, dass wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!